Wie fühlt man sich in einem Raum? Fühlt man sich wohl? Fühlt man sich nicht wohl? Und das hängt davon ab, wie die Temperaturen sind. Und zwar nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch die Temperaturen der umgebenden Flächen. Das ist die Decke, das sind die Wände, das ist der Boden, das sind die Möbel. Alles zählt zusammen. Und jetzt gibt's eine Faustregel. Natürlich, je wärmer die Luft ist, umso wärmer fühlt sich's an. Aber wenn die Wände besonders kalt sind und die Böden vielleicht und die Decke, hat man es trotzdem unbehaglich und man muss das kompensieren mit höherer Lufttemperatur. Und eine hohe Lufttemperatur führt zu mehr Wärmeverlust und damit zu mehr Kosten. Das ist auch unter anderem der Grund, warum eine Fußbodenheizung Geld spart. Weil man hat dann eine große Fläche, die Strahlung abgibt. Dadurch kann man die Lufttemperatur senken, weil sich die gefühlte Temperatur auch mit niedrigerer Lufttemperatur erreichen lässt, eben durch diese große Wärmestrahlung. Und speziell, wenn es kleinere Räume sind, dann überhaupt, und es ergibt sich ja ein viel besseres Temperaturprofil von unten nach oben. Also es sammelt sich nicht einfach die warme Luft an der Decke und man heizt die Decke, sondern es gibt eine schöne Temperaturverteilung über die Vertikale im ganzen Raum. Und das macht es nicht nur behaglich, sondern das senkt eben die Lufttemperatur und damit die Wärmeverluste.